Leute, es gibt jetzt wieder einen Wochenrückblick und ich fange direkt an, weil es viel zu erzählen gibt und ich irgendwie wenig Zeit habe. Ich war diese Woche mal wieder im Kino, warum auch nicht? Denn es gibt ja einen Film zu sehen und zwar Maze Runner, die Auserwählten im Labyrinth, was jetzt hier nicht mehr reingepasst. Aber ich war im Kino, ich habe mir den Film angesehen und ich muss sagen, abgesehen von den so einigen Logikfehlern und Logiklöchern und überhaupt, ich und meine Freundin haben uns ständig drüber ausgetauscht mitten im Film, weil es schon sehr aufgefallen ist. Aber abgesehen davon und dem, dass der Film ziemlich viel anders gemacht hat, als das Buch ziemlich viel umgedichtet hat oder verändert hat, denn es hat als Film funktioniert und ja, Bücher sind ja anders, sie funktionieren ja anders als Filme, das wissen wir ja alle. Das hat mich auch gar nicht so gestört. Die Logikfehler schon, aber so schlimm fand ich die jetzt auch nicht. Insgesamt hat der Film einen guten Look und die Charaktere, die Schauspieler haben zwar für mich nicht immer in die Rollen gepasst, weil ich mir die teilweise anders vorgestellt habe, aber ich fand, sie haben sich angestrengt, sie haben es gut gemacht, sie haben. Ich habe es ihnen abgenommen einfach und deswegen hat der Film mir auch Spaß gemacht. Er war in Ordnung. Ich werde mir den zweiten Teil auch angucken, wenn er irgendwann rauskommt. Ich hätte mir nur ein paar weniger Logikfehler gewünscht, aber ist okay. Ihr müsst damit rechnen, wenn ihr euch den Film angucken wollt, dass er so einige Logikfehler hat. Ich kann euch wieder das Video von Curry Ruby verlinken, den Buch-Film-Vergleich, falls ihr das Buch schon gelesen habt und den Film schon gesehen habt. Sie dröselt das ziemlich gut auf, was da alles so ein bisschen schief lief, aber sie fand ihn halt letztendlich auch ganz gut, so wie ich jetzt auch. Dann wollte ich noch über die Verfilmung von City of Bones reden, den Chroniken der Unterwelt, im ersten Teil City of Bones halt. Ich habe ihn mir endlich angesehen, ich habe es mir nachgeholt, ich habe es mir nachgeholt, ich habe es nachgeholt. Und ich muss sagen, ich fand es grauenhaft. Absolut grauenhaft. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Zum einen, die deutsche Synchro ist absolut unterirdisch. Wenn ihr des Englischen mächtig seid, guckt es euch auf Englisch an. Ich fand es auf Englisch auf jeden Fall besser. Es war jetzt kein toller Film auf Englisch, aber er war besser. Ich habe mir jetzt nicht beide Filme, also ich habe mir den Film nicht zweimal angeguckt. Ich habe angefangen, ihn auf Deutsch zu gucken. Und ich fand die Synchro so grauenhaft, dass ich aufs Englische umgeschaltet habe. Es ging für mich nicht anders. Dann kommen wir zu den Schauspielern. Ich fand die jüngeren Schauspieler, die halt die Jugendlichen dargestellt haben, haben sich angestrengt, haben es nicht immer unbedingt hingekriegt. Aber man hat gesehen, dass sie wirklich es richtig hinbekommen wollten. Und ja. Es ging. Ich fand aber die älteren Schauspieler, die meisten älteren Schauspieler, denen hat man einfach angesehen, dass sie das jetzt machen, weil sie das Geld brauchen oder so und nicht, weil sie glauben, dass das hier ein guter Film wird. Man hat einfach angesehen, dass ihnen irgendwie egal ist, was das für ein Film ist. Dann muss ich auch sagen, dass ich nicht jeden Schauspieler, jede Besetzung irgendwie gut fand. Ich habe mir viele sehr anders vorgestellt. Okay, über Jace kann man streiten. Viele finden den gut, weil er so anders aussieht und so. Ja, finde ich auch, aber ich fand, er sieht nicht wirklich gut aus. Und im Buch wird immer beschrieben, wie gut er aussieht. Und ist für mich deshalb nicht passend. Vor allem schrecklich fand ich die Besetzung von Alec. Der war ja auch in dem Buch so ein Schönling. Deswegen hat, das hat vor allem ja auch Magnus immer gesagt. Und ich fand ihn im Film alles andere als attraktiv. Er sah einfach irgendwie so ein, wie ein Häftling im Gefängnis aus. Er hat immer so böse geguckt und er. Oh, ich fand den nicht gut aussehend. Aber das ist immer Geschmackssache, vielleicht. Fandet ihr ihn gut aussehend? Keine Ahnung. Dann die Besetzung von Clary war okay, obwohl ich sie auch ein bisschen zu gut aussehend, zu groß und zu dunkelhaarig für Clary fand, weil die ja eigentlich ganz anders im Buch beschrieben wird. Macht nichts, ist in Ordnung. Was ich seltsam fand, war Simon. Ich fand, der sah ja ein bisschen zu gut aus für den Charakter, den Simon am Anfang hat. Der war ja so der Nerd und so. Na gut. So viel kann man da ja dann auch nicht verändern, so wie er sich im Buch verändert hat. Ja, von daher ist in Ordnung. Dann gab es viele, viele, viele Klischees und es gab auch, wie heißen das? Klischees? Und kitschige Szenen, ja, diese Kussszene von Clary und Jace, oh, die
fand ich zu viel des Guten. Ja, dann gab es diese Klischees halt von wegen, ja, Mädchen können nichts. Ich fand, Isabel im Buch war richtig gut, weil sie so ein Kick-Ass-Charakter war und im Film irgendwie konnte sie echt gar nichts. Sie hat nichts hingekriegt und da musste immer irgendein Kerl ihr helfen. Am Ende war es sogar Simon, obwohl Simon ja eigentlich der Schwächling war. Das hätte nicht sein müssen, echt nicht. Das hat mich aufgeregt. Und dann kommen wir zu meinem größten Kritikpunkt, die Logik. Dieser Film ist ein einziger Logikfehler. Sie haben ihn so umgebaut, damit es halt als Film funktioniert, weil sie nicht so viele Schauplätze und bla hatten wie im Buch. Aber es hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Das hat keinen Sinn gemacht. Überhaupt nichts in diesem Film hat für mich irgendwie einen Sinn gemacht. Das hat nicht aufeinander aufgebaut. Es war einfach so, hä? Wie kommen Sie jetzt darauf? Wieso haben Sie das jetzt gemacht? Wieso geht das auf einmal im Film, weil es im Buch nicht gegangen ist, weil da so viele verschiedene Sachen zusammengekommen sind, Komponenten? Das meiste in diesem Film hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich gebe jetzt keine Beispiele, weil das vielleicht gespoilert wäre, keine Ahnung. Aber schlimm. Das war ein einziger Logikfehler. Okay, der Look ist gut, es ist so ein bisschen düster, das haben sie gut hingekriegt. Und man kann ihn sich auch ansehen, er ist jetzt nicht irgendwie beleidigend oder blau, obwohl diese klischeehaften Frauen können nichts Dinger. Aber ich finde, man sieht dem Film einfach an, dass die Macher so dachten, oh, wir springen jetzt mal auf den Twilight-Zug auf, das ist doch so ähnlich irgendwie aufgebaut. Und wir scheffeln jetzt ein bisschen Geld, aber ein guter Film, wir brauchen das schon. Die Jugendlichen merken das eh nicht, ob das ein guter Film ist oder nicht. Sowas, ich merke richtig, wie die Leute sich da was das so gedacht haben und auch einfach so einen Film gemacht haben. Das war's. Man hätte so viel Gutes damit machen können. Okay, ich bin jetzt fast bei 7 Minuten. Machen wir weiter. Dieses Video wird lang. Dann habe ich geguckt, Der perfekte Ex. Habe ich ja gesagt, dass ich schon mal gesehen habe. Ich fand es auch diesmal wieder für einen Komödienromanze, keine Ahnung, wie das heißt, Comedy Romance, irgendwie so, ganz gut. Ich finde ihn jetzt nicht perfekt. Er hat auch so seine Klischees und seine dummen Sprüche und so, aber für das Genre ist es okay. Ich würde dem immer noch 3,5, 4 Sterne geben. Fand ich immer noch okay. Dann habe ich 3096 Tage geguckt und den fand ich ein bisschen zu emotionslos, aber es ist ja eine Biografieverfilmung, von daher, wenn es so war, dann war es so. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich an die Nerven gehend, wie Natascha Kampusch die ganzen 8 Jahre, glaube ich, waren es, da verbracht hat. Oh, ich glaube nicht, dass ich das ausgehalten hätte. Deswegen, ich kann dem jetzt keine Sternzahl geben, weil das halt eine Biografieverfilmung ist. Es war halt so, da kann man ja nicht viel dran rumschrauben oder spannender machen oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall, ja, einiges zu verkraften. Wer sich da in der Lage sieht, guckt euch den Film an. Kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn man wissen will, was da so passiert ist. Und schon wieder was runtergefallen. Das bin typisch ich. Dann als letztes der Schaum der Tage. Ich muss sagen, ich habe mir eine halbe Stunde dieses Films angeguckt und dann habe ich ihn ausgemacht. Er ist einfach nichts für mich. Er ist für mich so ein bisschen zu albern gewesen und zu, ich weiß nicht, zu unpassend irgendwie. Dieses, was ich ja schon gesagt habe, irgendwie eine schlechte Animation, das ist extra so. Es ist teilweise Stop-Motion-Film. Es gibt viele übernatürliche Sachen, die da vorangehen und das dreht man dann in Stop Motion und man sieht das richtig, dass es Stop Motion ist, im Gegensatz zu den normal gedrehten Schauspielerszenen. Ich weiß nicht, ich fand es einfach zu albern und es ging auch viel zu schnell. Nach einer halben Stunde waren die beiden schon fast verheiratet, obwohl die sich im Film nur in 2 Szenen oder so begegnet sind und ich weiß nicht, es hat mich einfach irgendwie nicht gepackt. Ich fand es irgendwie albern, irgendwie seltsam. Es ist ein französischer Film, vielleicht deswegen. Ich bin jetzt mit französischen Filmen nicht unbedingt so eng, wisst ihr. Müsst ihr selber wissen. Keine Ahnung, für mich war es nichts. Deswegen gebe ich da auch jetzt auch keine Sterne drauf. Dann kommen wir zu den Büchern nach fast 10 Minuten. Ich habe diese Woche zu Ende gelesen Die kuriosen Abenteuer der J.J. Smith, der erste Band Oma Vettel von Emily Jonas. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Dazu gibt es eine Rätsel, die verlinke ich euch in der Infobox. Deswegen, in der Info, ja doch, in der Infobox. Deswegen sage ich da jetzt nicht allzu viel dazu, nur dass ich 3 Sterne gegeben habe. Ich fand es sehr einfallsreich, sehr gut gestaltet, so eine große, weite Welt zum
entdecken. Ich finde nur, dass ich persönlich ein bisschen zu alt dafür, glaube ich, bin, weil ich nicht mehr so die Entdeckernatur bin, sondern mehr die so, ich möchte jetzt alles sofort actionmäßig direkt haben und dass es schnell geht und rasant. Und so ist das Buch einfach nicht. Und ich glaube, es ist einfach für jüngere Leser, die halt gerne eine Welt entdecken, wie bei Harry Potter oder was weiß ich. Und deswegen war es für mich auch ein bisschen so zu langweilig, zu langsam. Ja, aber wenn ihr zwischen 10 und 15 seid oder so, könnte das sehr gut ein Buch für euch sein. Danach habe ich Träume der Finsternis gelesen von Annika Dick. Und das war ein Lovely Books Leserunden-Exemplar. Das seht ihr auch in meinem Lesewochenende-Video von Freitag. Da habe ich es gelesen an einem Tag durch. Und dazu gibt es auch eine Rätsel, die verlinke ich euch auch in der Infobox. Ich fand das Buch gut, ich habe ihm 4,5 Sterne gegeben. Es hat mich überrascht, es hat mich mitgenommen. Ich fand es einfach gut. Und mehr erfahrt ihr in der Rätsel, deswegen sage ich ja nicht so viel dazu. Die Zeit erlaubt es auch schon fast gar nicht mehr. Danach habe ich gelesen: Grisha, lodernde Schwingen von Leigh Bardugo. Der dritte und letzte Teil der Grisha-Trilogie, was auch immer. Habe ich, wie viele Sterne? Ich glaube 3,5 oder 4 habe ich diesem Band gegeben. Ich fand ihn ganz gut. Ich fand die Trilogie auch an sich ganz gut und der Abschluss ist auch gut gelungen, obwohl ich es mir ein bisschen spannender vielleicht gewünscht hätte, aber es war okay, so wie es war. Es ist nur einfach irgendwie nicht so meine Trilogie. Sie schafft es zwar immer wieder, dass ich mich in dieser Welt irgendwie einfinde und mich gut reinversetzen kann und so, aber sie schafft es irgendwie nicht so richtig, mich emotional mitzunehmen, mich emotional zu berühren und irgendwie mir zu wünschen, dass alles gut geht. Und vielleicht liegt es daran, dass es nicht so actionreich ist, wie ich es gerne lese. Ich weiß es nicht. Es hat nicht den gewünschten Effekt gehabt, wie ich es mir gewünscht habe. Ja, habe ich schon gesagt. Aber trotzdem gute Reihe, gute Trilogie, gute High Fantasy auch Trilogie, weil es in einer anderen Welt spielt. Ich denke, ich hoffe, das ist die Definition von High Fantasy. Ja, ich finde auch diese Karte gut. Und ja, ganz gut. Ich glaube, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Danach habe ich nach Patricia Spichalskis Buch Bevor die Nacht geht gegriffen und ich habe gehofft, dass es mir besser gefällt als das erste, was ich von ihr angelesen habe. Und ja, hatte es. Ich fand die Charaktere nicht so nervig wie in dem Ich würde dich so gerne küssen oder so. Und ich fand deren Einstellung jetzt auch nicht so schlimm. Die hatten zwar auch so teilweise ihre Momente, wo ich sie nicht so toll fand, aber doch, es geht ganz gut. Es ist nur dasselbe Problem, glaube ich, wie beim Buch davor. Es hat mich emotional nicht mitgenommen. Vielleicht, weil es zu schnell ging, weil es ja nur an einem Tag, in einer Nacht sozusagen in 24 Stunden spielt. Ich weiß nicht. Es war einfach nicht so, vielleicht weil ich nicht an Liebe auf den ersten Blick glaube. Ich glaube, man muss schon eine Person einigermaßen kennenlernen, bevor man es Liebe nennen kann. Und hier war es auch nicht direkt auf den ersten Blick. Sie haben sich an dem einen Tag ja auch kennengelernt, aber irgendwie war es für mich jetzt zu wenig. Es war einfach zu wenig Zeit und ja, ich fand es gut. Ich habe dem 3,5 Sterne, glaube ich, gegeben. Es hat mich mitgenommen, es hat mich unterhalten, aber ich fand auch den Schreibstil ganz gut. Aber wie gesagt, es hat mich emotional jetzt nicht so gepackt. Ist aber ein gutes Buch für zwischendurch, würde ich sagen. Es ist locker, leicht. Es ist jetzt nicht so allzu tiefgehend. Deswegen, ja, gutes Buch für zwischendurch. Und im Moment lese ich Sternenschimmer, glaube ich, von Kim Winter. Als E-Book. Es kommt ja jetzt bald oder ist schon raus als Neuerscheinung beim Impress Verlag, als E-Book halt. Impress Verlag ist ja ein E-Book Verlag. Und deswegen gab es mal wieder eine Aktion auf Lovely Books, eine Leserunde dazu. Und ich habe das E-Book bekommen und lese es im Moment in der Leserunde. Und ich bin noch nicht allzu weit, Seite 43 oder so. Aber es gefällt mir im Moment ganz gut. Es lässt sich gut und schnell lesen. Die Charaktere finde ich auch in Ordnung. Ich bin gespannt, worauf es hinausläuft. Aber allzu viel kann ich im Moment noch nicht dazu sagen. Deswegen nächsten Wochenrückblick. Ja, ich höre jetzt auf, ich habe viel zu viel gequatscht und ich muss auch, glaube ich, jetzt schon los. Ja, muss ich. Okay, bis zum nächsten Video hoffentlich. Bye, Leute.